So, meine Freunde auf Review Entertainment, ich darf euch heute an der besten Anti-Kriegsfilme, den ich jemals gesehen habe, vorstellen. Vielleicht erkennt ihr es an den Ausschnitten, Metallica hat das für ihr Video zum Song One verwendet. Der Titel Johnny Got His Gun ist eine Anspielung auf den Aufruf der amerikanischen Armee, welcher lautete Johnny Get Your Gun, Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, um junge Männer für den Kriegsdienst zu begeistern. Der 21-jährige John Bonham meldet sich alsbald zum Dienst an der Waffe und auch seine Freundin kann ihn nicht davon abhalten. Sein Vater ist stolz, seinen Sohn zur Verteidigung der Demokratie hergeben zu dürfen. Joe wird im Ersten Weltkrieg schwer verletzt. So schwer, dass ihm beide Beine und beide Arme amputiert werden mussten. Zudem wurde jedes Sinnesorgan bis auf die Haut irreparabel beschädigt. Er kann also weder hören, noch sehen, noch riechen, noch gehen. Gefesselt ans Bett versucht er mittels Morse-Signale, die er ausführt, indem er seinen Kopf gegen den Bolster schlägt, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Doch ist die Armee alles andere als interessiert, seinen Wunsch nach Beendigung seines Lebens nachzukommen und verwehrt ihm auch jeglichen Besuch. Wir erleben mit Joe, wie er über sein kurzes Leben philosophiert, die Panik, die Angst, die Akzeptanz. How can you tell what is real and what's a dream when you can tell when you're awake and when you sleep? Ein eindringlicher Film, schockierend, düster und ohne Happy End. Und ich will mir gar nicht vorstellen, dass es vielleicht wirklich Menschen gegeben hat, denen es so ergangen ist. Die Traumsequenzen, in denen der Donald Sutherland als Jesus Christus auftaucht, entstammen übrigens der Feder Louis Buñuels. Johnny Got His Gun ist wirklich ein Film, den man einmal im Leben gesehen haben sollte. What's he saying? He says, kill me. Over and over again. Kill me.